Generalprobe für Thomas Tuchel und den BVB vor dem Supercup gegen Bayern München am 14. August. André Schürrle neben Mario Götze zum ersten Mal in der Startelf. Die zwei besten Freunde. Julian Weigl hier mit dem Stockfehler. Kein Foul. Und daraus resultiert dann das 1:0 für Athletic Club Bilbao durch Susaeta in der 20. Minute. Die Dortmunder bis zu diesem Zeitpunkt das spielbestimmende Team. Aber hier Susaeta gegen Roman Weidenfeller. Clever. Dann Mario Götze an den Arm von San José. Klare Elfmeter. Der Arm ist da draußen. Das war die beste Situation von Mario Götze. Aubameyang scheitert an Torhüter Iraiso. Gut geschossen eigentlich der Elfmeter von Pierre-Emerick Aubameyang. Aber auch die richtige Ecke erraten vom 1,91 Meter langen Keeper. Dann ging es weiter mit Pulisic. Der 17-Jährige trifft nur in der 43. Minute den Innenpfosten. Schade, schade. Er hätte ein Tor verdient gehabt. Mario Götze in den ersten 45 Minuten noch meist unauffällig im Team von Thomas Tuchel. Und hier die Chance für die Nummer 7 für Ben Yat von Atletico Bilbao und der Nachschuss von Raul Garcia in der 53. Minute. In der zweiten Halbzeit wurde viel gewechselt, kaum mehr Spielfluss. Raul Garcia und Roman Weidenfeller ist ein bisschen überrascht über diesen Schuss von Raul Garcia. Bilbao ja in der letzten Saison Tabellenfünften in der La Liga. Bilbao gewinnt mit 1:0 gegen Dortmund, der BVB jetzt also dann gegen Bayern München, dann DFB-Pokal gegen Trier und los geht's in der Bundesliga gegen Mainz am 27. August.